Name ist Hannes und ich bin Geograf und Hochgebirgsforscher. Mich faszinieren fremde Länder und Kulturen. Ich möchte sie erforschen und ich möchte darüber erzählen. Und Nepal ist für mich eben nicht nur Forschungsgegenstand gewesen, sondern es ist mir ans Herz gewachsen und zu einer Art zweiten Heimat geworden. Es sind vor allen Dingen die Kontraste. Es ist diese geile Bergwelt. Es sind diese unglaublichen, unvergleichlichen Dimensionen. Die trockenen Wüsten. Urwälder. Nebel. Sonne, Schnee, Sturm. Alles ist so extrem und alles ist einfach eine Nummer größer als bei uns. Wenn wir dann zu uns selber schauen, merken wir jedes Mal, wie klein und unbedeutend wir sind in dieser Landschaft. Und das ist das Gefühl, was es für mich immer wieder zu einem Erlebnis macht, dort in der Natur zu sein. Im Trail of Change Projekt haben wir versucht, die unterschiedlichen Formen von Wandel kennenzulernen. Wir haben mit Jackhirten gesprochen und erfahren, dass sie nach wie vor ihre Produkte absetzen, sich aber mit Tourismus heute ein kräftiges Zubrot verdienen. Denen geht's also gut. Wir haben Leute getroffen, die im Tourismus tätig waren, von ihren schönen Tälern gelebt haben, die heute durch Wasserkraftwerke und Straßenbau total verunstaltet sind, die ihre Existenz aufgeben mussten. Andere hingegen profitierten von diesen Straßen. Weil wir auch Bergsteiger sind, hatten wir natürlich auch bergsteigerische Ziele. Wir haben zweimal versucht, abgelegene Gipfel zu besteigen. Und wir sind beide Male gescheitert. Und es lag beide Male vor allen Dingen auch an unvorhersehbarem Wetter. Die Einheimischen haben uns berichtet, noch vor wenigen Jahren war das Wetter im Herbst absolut zuverlässig. Im Gegensatz zu diesen total schönen Erlebnissen in der Natur stehen dann die ganzen Probleme, die die Einheimischen haben. Das ist eben nicht nur das Erdbeben, was wir ja auch miterlebt haben, sondern es sind weit mehr andere Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Lawinen, aber es sind auch viele hausgemachte politische Probleme. Aber, und das macht Nepal aus, es sind die Leute, die haben gelernt, damit umzugehen. Und das ist, was wir von ihnen lernen können. Es geht nicht darum, immer mehr zu haben, alles besser zu machen, sondern es geht darum, mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Und wenn man mit guten Freunden Erlebnisse in der Natur teilen kann, dann hat man schon so viel. Viel mehr braucht man gar nicht. Ja, Anton. Hey. 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 Hey.